Herzlich willkommen. Ein neues Video von Savage Gutters. Leider ist die Pamela jetzt erst dazu gestoßen. Ich bin sehr froh, dass du überhaupt gekommen bist, weil ich sie musste noch ein bisschen was erledigen. Ich habe gesagt, fährst schon mal hin und leg schon mal los. So, das heißt, ich habe die Spouser jetzt schon mal gemessen. Und zwar ist das die Kurve der Spouser mit dem Auspuff vom Jürgen Posch. Wir sind auf 30,5 PS und 27 Newtonmeter. So, ihr seht, die Kurve sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und eine Vorresoleistung von 16 PS und Newtonmeter-mäßig haben wir hier unten 22,3 Newtonmeter und hinten raus dann 27,7. So, der Auspuff läuft wirklich schön. Was ich aber gerne wissen möchte, wie verhält sich Polini Box und wie verhält sich die Big Box Sport dazu? Das heißt, die Läufe haben wir jetzt quasi ohne euch gemacht. Ich mache jetzt auch keinen weiteren Lauf, weil ich will den Auspuff ausbauen und ich verbrenne mir sonst die Finger, wenn ich jetzt schon wieder einen Lauf mache. Dann müssen wir wieder eine Stunde warten, bis ich den Auspuff runterkriege, weil wir auch keine Handschuhe hier haben. Also da müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Ich hätte eigentlich mir ein bisschen mehr gewünscht mit dem Auspuff. Hat aber nicht sollen sein. Also PX80 Gehäuse mit der Conversion Welle mit 30,5 PS mit dem Quattrini. So, jetzt bauen wir auf Big Box um, Big Box Sport. Entschuldigung, Big Box Touring und Polini Box. Und dann messen wir die beiden nochmal dagegen. Das seht ihr dann aber auf Kamera, weil die liebe Kamerafrau jetzt wieder da ist. Jetzt müssen wir allerdings noch ein paar Minuten warten, bis der Auspuff abgekühlt ist, damit ich ihn ausbauen kann, ohne mit meiner Haut an dem Auspuff hängen zu bleiben. So, kleiner Side-Fact noch. Wir sind jetzt, ich habe knapp 300 Kilometer damit gefahren. Läuft super, problemlos und zerstörungsfrei bisher, alles in Ordnung. Das Einzige, was ich verloren habe gestern, ich glaube, da habe ich auch bei Facebook was gepostet, von den Endtöpfen hinten haben sich zwei Muttern gelöst und dann schlabberten die Endtöpfe, hörte man auch im Sound. Da waren die ein bisschen undicht, da musste ich dann kurz anhalten, neue selbstsichernde Muttern drunter machen, damit die Endtöpfe hielten. So, das haben wir dann gestern noch behoben und dann lief das auch wieder. Hört sich super an. Beim TÜV und so weiter, Standgeräuschmessung haben wir 88 dB. Also der Auspuff ist auch noch wirklich sehr leise. Also ich kann euch den tatsächlich sehr ans Herz legen. Die Kurve seht ihr ja. Es ist ein sehr zarter Einbruch hier. Also resotypisch zwar, aber sehr zart. Geht eigentlich relativ linear. Ich muss euch noch dazu sagen, ich habe den Quattrini gefräst. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr hohen Vorauslast von 32,5. Ich habe 120 zu 188 oder 186. Ich habe nur noch den VA im Kopf. Ich habe 32,5 VA. Ist eigentlich nicht gut. Für eine Box nicht gut, für das Setup eigentlich nicht gut. Ich hatte den halt gefräst. Ich habe ihn dann so eingebaut, weil ich ein bisschen Überstromzeiten haben wollte und dann kam ich oben raus ein bisschen weit zu hoch. Also das ist für den Auspuff ganz okay. Ihr seht ja auch, wir haben hier hinten raus die Spitzenleistung so bei 8, was haben wir denn, bei 8000 piekt der und das Drehmoment liegt bei 7,3, das Maximale. Ne? Also drehzahlmäßig ist das eigentlich schon ein bisschen too much. Tiefer setzen kann ich nicht mehr, weil ich schon auf Block bin. Das heißt, da habe ich es mit dem Fräsen ein bisschen zu gut gemeint, was natürlich bei der Drehzahl hinten raus richtig Spaß macht. Aber jetzt habe ich auch wieder das Problem, dass ich mit einer 23, 63 daraus wieder zu lang bin. Ich schalte also bei, was verdreht er denn hier, 127 GPS. Also laut Tacho schalte ich bei 120 irgendwo in den vierten Gang und dann geht es halt vorwärts. Aber ist halt mit dem Auspuff nicht so gut. Ne? Jetzt bauen wir mal auf Box um und dann gucken wir mal, wie sich das dann präsentiert. Ja, so, jetzt warten wir noch ein bisschen, Pamela, bis der Auspuff ausgekühlt ist und dann bauen wir um und dann kriegt ihr die nächsten Läufe mit. Also, gut, so weit, so gut. Weiter geht's. So, dann gucken wir mal. Zumindest ist der Auspuff mal kalt. So.
So, nachdem wir uns jetzt alle Finger gebrochen haben, ist jetzt die Big Box Sport drunter. So, die Big Box Sport. Dann habe ich noch die Polini Box drunter. Da muss ich aber mal gucken, ob die unter das Conversion Kit jetzt hier drunter passt, weil bei der Polini Box ist es so, dass man eigentlich bei diesem Conversion Kit ein bisschen rausnehmen muss. Ich weiß es aber noch nicht genau. Ich muss es mal ausprobieren. Schauen wir gleich mal. Jetzt haben wir die Big Box Sport drunter und ich hatte ja gesagt, dass wir 30,5 PS und 27 Newtonmeter mit dem Pod, kannst du mal filmen. Hier liegt er. Ja. Ich habe auch die Kritik angenommen, dass ich ihn schwarz lackiert habe. Ja. Lieber Jürgen, der eine oder andere hat das Video gesehen von dir, wo du über den Auspuff sprichst und die kamen alle zu mir und haben gesagt, Alter, wie kannst du denn den Auspuff schwarz lackieren? Der Jürgen hat sich so viel Mühe mit den Schweißnähten gegeben. Ja, Jürgen, es tut mir tatsächlich leid, wenn ich dir deinen Auspuff da, deine gute Arbeit ein bisschen übertüncht habe mit Schwarz, aber ich dachte, Schwarz passt besser. Nun gut, hier liegt er und jetzt werden wir mal mit der Big Box Sport testen und gucken, was los ist. Ne? Also, auf geht's. Gang, da merkt man aber auch, dass sie sich oben raus quält. Ne? Da haben wir, reden wir aber auch über eine Geschwindigkeit von, ja, guck mal, da sind wir schon bei, ich habe die halt wirklich lang übersetzt, ne? Da reden wir schon über 130, 140, 150, so, da ist dann auch echt, ne? Das ist dann echt viel so. Guck mal, wir sind bei 120 immer noch im aufsteigenden Ast im vierten Gang, also
reicht. Wir gucken uns jetzt mal die Kurve, dritte Gang Vergleich an. Rot ist die Kurve mit dem Auspuff vom Porsche und schwarz ist die Big Box Sport. Und wie ihr seht, seht ihr eigentlich fast nichts. Also das ist ja der Hammer. Der Auspuff ist identisch wirklich von der Leistungscharakteristik wie die Big Box Sport. Die hat hier unten ein ganz kleines bisschen mehr. Also hier hat sie weniger und zwar 14,6 zu 14,7. Das ist also 0,1 Newtonmeter, also vernachlässigbar. Und hier reden wir über 25,4 PS zu 28,6. Nee, das ist der Punkt da oben. Entschuldigung, ich muss den Punkt nehmen. 24,9. 25,4. Also da sind auch nur 0,5 PS zwischen. Also Big Box Sport ist tatsächlich identisch zur Reso-Anlage. Moment. Also der Witz ist, dass dieser Auspuff genau die gleiche Charakteristik hat wie eine Big Box Sport. Du kannst ja mal drunter leuchten, ne? Kannst ja mal zeigen, dass da jetzt eine Big Box Sport drunter ist. Da. Kannst du gucken. Big Box Sport. So. Das heißt, jetzt lassen wir abkühlen und dann bauen wir die Polini-Box drunter. Aber das ist im Grunde identisch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Polini-Box. Hoffentlich kriegen wir sie drunter. Müssen wir gucken, dass der Krümmer vernünftig passt. Der Walter sagte ja, bei ihm musste er was rausnehmen. Wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Ansonsten ja, müsste ich das nochmal nachliefern. Wenn ich kann jetzt hier nicht flexen und machen und tun. Also müssen wir nochmal nachlegen. Ja, wenn das jetzt funktioniert, dann geht es jetzt weiter. Wenn nicht, dann ist das Video jetzt erstmal vorbei. Dann habt ihr jetzt aber mal eine Leistung. Also die Spouser hat 30,4 PS. Ne? Also die steht ganz gut im Saft und hat auch ganz gut Drehmoment. Wir gucken jetzt mal, ob wir die Polini-Box runterkriegen. So. Gucken wir mal das Ergebnis an. Ja, kann sich sehen lassen. Das ist aber noch ein bisschen mager, müssen wir noch mal ein bisschen nachstellen.